Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande und heute ist Tag 2 des verlorenen Lassenrads. Und für euch heute sogar mit Intro. Ja, die anfängliche Konsternation ist einem gewissen Galgenhumor gewichen, denn unsere Pechsträhne geht weiter, aber mehr sage ich euch dazu später im Video. In diesem Video wollte ich einmal darauf eingehen, was wir gemacht haben als erste Schritte, nachdem wir den Verlust des Lastenrads bemerkt haben und welche Schritte ihr auch machen solltet, um möglichst weit sicher zu gehen, dass euer Lastenrad auch wieder oder euer Fahrrad allgemein auch wieder auffindbar ist. Also als allererstes, nachdem wir das festgestellt haben, bin ich gestern zur Polizei gegangen und habe den Verlust angezeigt. Dabei hatte ich dann natürlich meinen Personalausweis, ich hatte Unterlagen zu dem Fahrrad und wurde auch tatsächlich von dem Polizeibeamten dafür gelobt, dass ich das gemacht habe, denn offensichtlich kommen viele zur Polizei, wollen irgendetwas anzeigen und haben keinerlei Informationen dabei, teilweise noch nicht mal den eigenen Personalausweis. Deswegen, also wenn ihr zur Polizei geht und einen Diebstahl anzeigt, dann bringt den Personalausweis mit und bringt zumindest mal die Rahmennummer eures verlorenen Fahrrads mit und am besten noch ein paar weitergehende Informationen. Bei uns war das jetzt halt so, dass wir das komplette Serviceheft hatten, weil das Fahrrad war neu. Es ist ein Pedelec und der Akku hat eine eigene Nummer, der Motor hat eine eigene Nummer, die Schlösser haben eine eigene Nummer. Und daran lässt sich ziemlich genau feststellen, wessen Fahrrad das ist, sofern es wiedergefunden wird. Wenn ihr ein normales Fahrrad habt oder auch vielleicht mehrere Fahrräder, dann lohnt es sich einmal, alle eure Räder zu katalogisieren. Und zwar da macht ihr einfach ein paar Bilder von den Rädern, schreibt euch die Rahmennummer auf und was für Komponenten da dran verbaut sind. Denn dadurch macht ihr es euch und der Polizei deutlich leichter, sollte das Fahrrad mal geklaut oder verloren werden. Auch Informationen über das Schloss sind wichtig, sofern es vom Unfallort oder vom Ort des Diebstahls mitgenommen wurde. Wie gesagt, zuerst die Meldung bei der Polizei und da müsst ihr dann noch gucken, welche Polizeistation für euch zuständig ist. Das ist in manchen größeren Städten nicht immer so klar. Ruft einmal, googelt einmal Polizei und dann die Stadt und dann wird euch nicht die Notrufnummer angegeben, sondern die Nummer, unter der die Polizei regulär aufzufinden ist, weil die Notrufnummer sollte dann natürlich auch für tatsächliche Notrufe reserviert bleiben. Den zweiten Schritt, den wir gemacht haben, ist, den Diebstahl bei unserer Versicherung zu melden. Und da gibt es dann so einen Schrieb von der Polizei mit, so eine Bestätigung der Anzeige. Und das haben wir dann unter der Vorgangsnummer gleich bei unserer Versicherung eingereicht. Gestern war Sonntag, deswegen war da natürlich niemand telefonisch zu erreichen. Aber per E-Mail eine erste Meldung reicht auch aus. So, dann den nächsten Schritt, den wir machen wollten, ist heute Morgen, also schönen Montagmorgen, zum Fahrradhändler gehen und dann erstmal auschecken, wie lange das dauert, was wir noch alles für Sachen machen müssen, um möglichst schnell wieder mobil zu sein. Dann haben wir uns den Wagen und meiner Schwiegereltern ausgeliehen, weil heute Morgen auch richtiges Schiedwetter war. Hier hat es auch eben gerade nochmal geregnet, sieht man jetzt gar nicht mehr so gut. Und sind dann dahin gefahren, fahren auf den Hof und gucken, so merkwürdig leer und sehen dann, ja klasse, Betriebsferien. Eine Woche lang ist dann niemand zu erreichen, also auch vielen Dank. Das verzögert sich jetzt nochmal um eine ganze Woche, bis wir irgendwie genauer Bescheid wissen, wie lange wir auf ein neues Rad warten müssen. Aber vielleicht hat ja einer von euch mehr Informationen, wie lang die Lieferzeiten von Urban Arrows aktuell sind und ob man schon die 2020er Version bekommt oder noch die 2019er Version. Das wäre mal ganz spannend, denn wenn wir jetzt schon den ganzen Ärger und den ganzen Stress haben, dann wäre es natürlich schon cool, wenn wir dann gleich die ganz neue Version von dem Rad bekommen würden. Ja, das waren so mal die Schritte, die man machen sollte, wenn einem das Rad geklaut wird. Also Polizei, Versicherung, Fahrradhändler. So, wenn ihr nicht versichert seid, dann fallen die beiden letzten Schritte weg. Aber worauf ihr dringend achten solltet, auf eine gute Hausratversicherung. Denn die kostet nicht viel. Die kostet 7 bis 12 Euro, je nachdem wie groß euer Haushalt ist. Aber da sind zumindest in vielen Hausratversicherungen schon mal Fahrräder bis zu 1000 Euro mitversichert. Das heißt also, viele Räder,
die geklaut werden, sind dann in der Hausrat mit drin. Und dann achtet darauf, dass die Hausratsversicherung eben auch greift, wenn das Rad eben irgendwo draußen angeschlossen ist. Ich hatte vor 3 Jahren oder 2 Jahren einen Fahrraddiebstahl, den ich schon erlitten habe. Und da hat die Hausratversicherung bezahlt. Und die 10 Euro, die haben sich da wirklich bezahlt gemacht jeden Monat. Ja, wie sind wir jetzt aktuell mobil? Also wir haben zum Glück noch einen Fahrradanhänger und wir haben auch einen Kindersitz, wo wir unsere Tochter reinsetzen können. Von daher sind wir nicht ganz aufgeschmissen, aber den Komfort, den uns das Lastenrad jetzt geboten hat, auch mit dem Motor und der Möglichkeit, den Kinderwagen da reinzuschmeißen, das bieten die beiden anderen Möglichkeiten nicht. Denn unsere anderen Räder sind auch alle irgendwie ohne Unterstützung. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, weiter Fahrrad zu fahren. Jetzt ist allerdings das Thief Mortimer oder Mortimer, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, das Norddeutschland fest im Griff hält. Die nächsten beiden Tage werden nochmal richtig ungemütlich. Und da bin ich dann schon ganz dankbar, dass wir heute zumindest einmal auf ein Auto zurückgreifen konnten, um jetzt auch nochmal hier in das schöne Travemünde zu fahren. Ja, das war ein kleiner Statusbericht, ein kleines Status-Update vom zweiten Tag des verlorenen Lastenrades. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Hier ist der Daumen nach oben, so sieht er aus. Abonniert den Kanal, wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist. Und ja, die Frage nach den Urban Arrows, das würde mich wirklich interessieren. Wie lange ist die Lieferzeit und gibt es dann schon die neuen Urban Arrows? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.